Hallo zusammen, euer Vorstellteam der Gruppe ist heute wieder für euch da. Ja, es ist Sommer, es ist knallheiß und ich stehe hier an meinem Auto bzw. an meinem Autodach. Denn wisst ihr, was ich schon immer mal ausprobieren wollte, schon seit ich klein bin? Ob man ein Ei auf einem Autodach braten kann. Meint ihr, es funktioniert? Probieren wir es auch. Aber denkt dran, diesen Versuch dürft ihr natürlich nicht ohne Erlaubnis eurer Eltern machen. Ganz wichtig. Und ihr müsst natürlich auch Folie darunter legen, weil sonst könnt ihr später das Ei von eurem Autodach abkratzen. Ich glaube, das macht keinen Spaß. Also fragen eure Eltern und eine Folie unterlegen. Ich habe uns jetzt hier noch mal ein Thermometer aufs Autodach gestellt. Wir sind jetzt hier bei guten 68 Grad, fast 69. Ich bin gespannt, ob das wirklich reicht, um ein Ei zu braten. Also ich habe mir jetzt hier ein großes Stück von der Folie abgeschnitten, lege das jetzt hier auf mein Autodach. Groß natürlich, damit ihr das Ei zur Not auffangen könnt, falls es anfängt zu fließen, da so ein Autodach ja schließlich gewölbt ist. So, es ist wirklich heiß hier oben drauf und jetzt kommt das Ei. Der große Moment und Achtung, fertig, los. Ei läuft. Oh, im wahrsten Sinne des Wortes, ich muss es hier erstmal einfangen. Und jetzt warten wir mal, ob hier irgendwas fest wird. Also die erste Erfahrung haben wir schon gemacht. Ihr seht, es hat nicht gleich angefangen zu brutzeln, als wir das Ei aufs Autodach gegeben haben. Scheint eine Weile zu dauern. Wir haben jetzt hier noch mal ein paar Steine hingelegt, dass uns das Ei nicht weglaufen kann. Und lassen das jetzt einfach mal eine Weile hier stehen und gucken, was passiert. So, man sieht, nach einiger Zeit werden die Ränder des Eis wirklich schon weiß. Das heißt, es fängt an zu stocken. Und auch das Eigelb wird schon langsam fest. Also irgendwas tut sich ja tatsächlich. Hier noch mal ein paar Minuten später. So, und es wird tatsächlich immer besser und besser. Und ihr seht, die Veränderung schreitet wirklich deutlich voran. Das transparente Eiweiß wird deutlich weißer. Und ihr seht, zumindest nach einigen Stunden ist unser Ei hier komplett fest. Das Eiweiß ist komplett gestockt und auch das Eigelb ist komplett fest geworden. Was man hier vorne noch so sieht, das ist eingetrocknetes Eiweiß. Also, unser Ei ist wirklich durch. Ein Kindheitstraum von mir ist in Erfüllung gegangen. Ich habe heute wirklich auf einem Autodach ein Ei gebraten. Ob ich das jetzt essen würde, weiß ich nicht. So besonders appetitlich sieht es nicht aus. Aber es lässt sich wieder restlos entfernen vom Auto und der Versuch hat einfach funktioniert. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen und sage euch Tschüss, bis zum nächsten Mal.